Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Es geht heute um die Grocksamen. Ja, um die guten Grocksamen. Es gibt ja in diesem Spiel, also bei Tees of the Kingdom, nicht 900 Grocksamen wie in Breath of the Wild, sondern es gibt 1000. Ja, 100 Grocks haben sich der Welt hinzugefügt. Wow, Leute, ohne Mist. Wer diese 1000 Grocksamen schafft, Respekt. Wirklich Respekt. Ich glaube, das kann man sich in Lebenslauf reinschreiben, weil das ist schon eine Sache krass. Muss man wirklich sagen. Also. Respekt auf jeden Fall. Ja, und in dem Video möchte ich euch aber erklären, wo man die dann einlösen kann, ähm, was sie bringen und wie man das Finden erleichtern kann. Ähm, und ich meine jetzt nicht, was ich euch aber als Tipp geben würde, nutzt eine interaktive Karte. Ich kann euch meine verlinken von der Seite, die ich nutze, denn da kann man nämlich, weil ich brauche kein Bild einblenden, wo alle tausend Krocksamen sind, Leute, weil, weil ihr wisst, wie das Bild aussieht, das Bild ist einfach nur voller Krocksamen. Da ist ein tausend Stück, wie soll das auf der Karte dargestellt werden? Auf der Seite, die ich euch verlinke, habt ihr eine Seite, wo ihr an die Karte ranzoomen könnt und ihr seht jeden Krogsam und ihr könnt auf den drauf draufdrücken und könnt markiert machen, also markiert angeben. Dann wird ihr halt umrandet und ihr seht, ah, den habe ich schon. Und könnt die alle Stück für Stück abgehen, die ihr noch nicht habt. Oder halt die ganze Karte aufbauen. Natürlich könnt ihr euch auch das Ganze als, keine Ahnung, dinner vier poster äh, an die Wand kleben und dann, wie ihr das macht, schreibt mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren, wie ihr das Ganze angeht. Ähm, auf jeden Fall, das ist ja nicht mein Tipp. Mein Tipp ist, lehne mich die Krogmaske. Ja, es gibt eine grogmaske die sieht nämlich so aus. Und wenn ihr diese Krockmaske anzieht und ein Krog in der Nähe ist, dann bekommt ihr diese Animation. Euer Windrad am Kopf dreht sich, eure Maske schüttelt sich, sagt, oh mein Gott, hier muss irgendwo ein Krok sein. Und dann wisst ihr, ah, okay, in der Gegend, wo ich jetzt bin, ist ein Krok. Weil manchmal ist es, finde ich, nur wenn man eine Karte hat und die sagt einem, ja, okay, du musst jetzt an diese Stelle hier, weil du hast sie sie markiert, kann es sein, dass du sie nicht immer direkt findest. Gerade wenn es auf einem Berg ist, irgendwo in der Schlucht ist und so habt ihr immer dass hier in der Gegend auf jeden Fall ein Grog sein muss. Oder wenn ihr einfach random über die Karte laufen wollt und wollt nicht alle 1000 haben wir aber zumindest ein paar vielleicht, weil ihr sagt, hey, weil jetzt komme ich zu, zu dem Verwendungszweck, äh, samen kann man ja benutzen, um seine Waffentaschen zu erweitern. Also die von den normalen Waffen, von den Schildern ähm, und auch von den Bögen. So, kann auch sein, dass ihr sagt, okay, mir ist ein tausend egal, aber ich möchte gerne ein bisschen größere Erwe Erweiterung haben. Also ein bisschen mehr Waffe, die rumtragen. Also holt euch einfach die ähm, Krogmütze hier und lauft durch die Welt, wenn ihr ganz normal spielen. Immer wenn ihr seht, oh mein Windraut dreht sich, dann geht ihr beim Effekt hin, sucht den Krog, nimmt den Samen mit und habt dann am Ende vielleicht 50, 60, 70 Stück gesammelt und könnt aber immer eure Tasche erweitern, weil ihr seht, zack, wir kommen in die Nähe hier vor dem Teil. Dann wissen wir, okay, hier muss irgendwo der Krocksam sein. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Und ich zeige euch mal ganz kurz, wo man diese bekommt. Der Krocksa, also die Croc-Maske, bekommt man im Untergrund. Und wir müssen dafür, äh, lasst mich schon mal ganz kurz gucken. So, man war schon direkt drauf, nämlich hier in der Urwaldarena. In dieser Arena, Leute, da müsst ihr hin. Dann kämpft ihr gegen einen Hinox, ja, der taucht, also er ist in der Arena drin, aber es ist einfach nur ein Hinox, also den solltet ihr eigentlich schaffen. Macht den Blatt und am Ende bekommt ihr dann die Krogmaske als Belohnung, also gar nicht großer Aufwand. Wie kommt man zu der äh, Urwald-Arena hin? Ja, eigentlich ganz leicht. Ihr müsst im Endeffekt durch die, also die Urwald-Arena ist ungefähr hier drunter und hier kommt ihr am besten hin, wenn ihr hier in diese Wurzel reingeht. Ja. Das heißt, am besten portet ihr euch, das ist ja überhalb des Schlosses, ich würde sagen hier zum Turm in der Schlucht von Elden. Von da aus geht ihr hier einmal hier rüber, dann kommt ihr hier rein in den Abgrund von Thyloriwald. Lauft dann im Endeffekt hier einmal rein, dann kommt ihr unter den Wald der Crocs, weil ihr seht, hier ringsrum ist zu. Ihr kommt hier nirgendwo hin. Ihr müsst diesen Eingang benutzen. Das heißt, ihr lauft dann hier hoch, hier rein. Und von hier aus einfach einmal hier hinter. Ihr habt da unten drunter noch ein paar Wurzeln, die ihr mitnehmen könnt, um das Ganze euch ein bisschen schön hell zu machen. Aber das ist im Endeffekt der Weg. Ihr könnt auch, ihr könnt auch hingehen und nehm, geht einfach hier in die Oberwelt erstmal. Geht nach unten, macht dann hier eine Markierung hinsetzen. Hüpft dann von oben hier rein. Und dann lauft ihr einfach erstmal zur Markierung. Dann kommt ihr schon mal zu den Wurzeln. Das ist der einfache Weg, einfach um an die, an die Krogmaske zu kommen. Dann, wie gesagt, lauft ihr einfach einmal nach hinten weg. Und dann könnt ihr in der Urwaldarena... Ähm, gegen den Hinox kämpfen und könnt euch dann einfach die Grogmaske holen. Also ist wirklich nicht schwer. So, aber was mache ich denn mit den Grogs? Wo gebe ich jetzt ab? Also, wir müssen sie zu Maranos bringen. Und Maranos ist ein größerer Grog. Und den trefft ihr zum allerersten Mal an dieser Stelle hier. Das heißt, unterhalb vom Turm auf dem Tiloberg. Ja, also könnt ihr auch hier vom nördlichen Eben, also vom Neuer Stall von Marida, einfach einmal Richtung Turm laufen. Dann habt ihr hier in den Hang. Schon Maranos stehen, der Angst vor so lebenden Bäumen hat, die halt hier so rumstehen, da müsst ihr die lebenden Bäume platt machen. Und dann ist er bei euch erst einmal im Speerposten. Ja, er läuft dann bei euch hier im Speerposten rum. Eine ganze Zeit lang. So, dann könnt ihr ihn ansprechen, könnt ihr Krogsamen eintauschen. Habt ihr im Wald ähm, der Krox den Boss besiegt. Ich mache jetzt keinen Spoiler. Ich habe dazu auch schon ein Video zu dem Boss gemacht. Aber wenn ihr den Boss darin besiegt habt, das ist ein Nebenboss, den muss man nicht zwingend machen. Aber habt ihr diesen Boss gemacht? Dann ist Maranos nicht mehr im Speerposten, sondern er geht in den Wald der Crocs über. Das ist ganz wichtig. Erst wenn ihr den Boss im Wald ähm, im Prinzip im Dekobaum besiegt habt, dann wechselt Maranos seinen Platz. Also nicht, dass ihr im Speerposten sucht. Habt bereits schon den Boss da drin besiegt, ihr wisst dann höchstwahrscheinlich, wen ich meine. Und ähm, wundert euch, hä, wo ist denn Maranos? Aber bei mir vorhin nämlich so. Und ihr müsst einfach dann in den Wald der, der Crocs gehen. Und er erzählt dann, dass der Schleier weg ist und man kann jetzt im Endeffekt in den Wald gehen. Und deswegen ist im Endeffekt Maranus dann hier. Und dann könnt ihr einfach mit ihm reden. Oder Maranus, nee, Maronus, Entschuldigung, nicht Maranus, Maronus. Und dann könnt ihr hier Krocksamen gegen Taschenerweiterung eintauschen. Also sagt, ah, okay, ah, ich brauche vielleicht ein bisschen mehr Waffen. ja Das ist was mir am meisten irgendwie weggeht. Dann brauche brauch ich jetzt fünf Samen. Es steigert sich immer, also erst ein, dann zwei, dann drei, dann vier, dann fünf. So, und dann macht er hier seinen kleinen, kleinen Dance-Move, ja, und nachdem er das gemacht hat, ist eure Tasche erweitert und ihr könnt ein Slot mehr tragen. Seht ihr, ganz entspannt, kann man ganz einfach nutzen, um seine Waffen und zu erweitern. Wie gesagt, das geht halt für Schilde, Schwerter und auch für die Bögen. Und das ist schon nicht schlecht, ja. Man hingeht und sagt, okay, ich will da doch ein bisschen mehr Platz haben. So diese, am Anfang braucht es nur einen Grocksam, wenn man das allererste Mal macht. Ihr könnt auch die Animation überspringen mit X, wenn euch das irgendwie hier auf den Sack geht, dass ihr die ganze Zeit hier rumdanzt. Aber. Also im Großen und Ganzen war es das, Leute. Ja, ich verlinke euch die Karte zu den, zu den, zu den, 1000 Groxamen, Wie gesagt, es gibt bestimmt mehrere Karten als diese, aber das ist die, die ich persönlich nutze. Ich nutze sie zwar nicht für die Groxamen, ich nutze sie eher für die Schreine. Das kann die Karte nämlich auch, dass man sich die, dass man sich die Schreine auf der Karte markiert, dass man alle, da waren es 150, ähm, nicht den Überblick verliert, welchen man vergessen hat. Aber gerade bei 1000 Krocksamen würde ich irgendwas nutzen. Wie gesagt, vielleicht, wenn ihr einen Tipp habt und habt schon die 900 bei BOTW gesammelt, schreibt das mal vielleicht in die Kommentare, was, wie ihr es da gemacht habt, wie euch die markiert habt. Weil auf der Karte sieht man, dass man einen Krocksamen gesammelt hat. Aber ihr seht, erst ab dieser Stufe, würde ich ranzoome, also ab der niedrigsten Stufe vom Ranzoomen sehe ich, ah, okay, hier habe ich einen Krock gesammelt. Weil. Da das Symbol ist. Ihr, hier war auch ein, den habe ich aber gerade nicht gesammelt. Hier ist kein Symbol. Das heißt, erst wenn ich ihn aufgesammelt habe, den Krog oder befreit habe oder das gemacht habe, was er möchte, ähm, wird es markiert. Das heißt aber, man sieht es ja so nicht. Das heißt, man müsste jetzt die ganze Karte so absuchen und müsste gucken, wo habe ich einen Krok gemacht. Deswegen finde ich, wenn man, wenn man mit einer Karte startet und sagt, okay, ich starte jetzt hier oben, und sagt so, ah, okay, ich mach den, habe ich markiert, den habe ich markiert. So würde ich es halt machen bei der interaktiven Karte. So mache ich es auch zum Beispiel gerade. Ich fange mit den Schreinen in der Gegend hier an, mach dann hier runter die Schreine, mach dann hier die Schreine. Ich mache das so systematisch, so, aber ja. Also ich verlinke euch alles in, den, in der Beschreibung. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, lasst gerne ein Abo, lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal und ciao.